Hallihallo, hier, ich habe wieder einen Teddy Hall. Das heißt, ich habe das ja so abgeteilt, so ein bisschen nach Thema, weil es einfach zu viel war. Ja, ich habe zugeschlagen in dieser 10-Cent-Kiste. Und das sind jetzt so, ich sag jetzt mal so ein bisschen Schmuckzubehör. Außer dieses Ding, das ist auch ein bisschen umgeknickt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wieder gerade biegen kann. Ja, vielleicht bricht das ab, aber vielleicht kann man es auch komplett abmachen, weil passt ja dann eigentlich nur ja, zur Winterzeit. Aber ich fand das cool. Man kann das quasi ans Fenster hängen und kann dann eben, ja, ne, ihr seht es ja, hier hängt man das oben ein oder am Balkon oder so. Und dann kann man hier unten was dranhängen. Ich fand das eigentlich ganz cool. Wie gesagt, ne, der Preis hätte ich nie gekauft, so für 3 Euro. Hätte ich überhaupt gar nicht gewusst, brauche ich das wirklich, aber 10 Cent, ne? So, genau. Da muss ich gucken, ob ich das entweder komplett abmache oder wieder zurechtbiege. Ich weiß es noch nicht. Hier fehlt nämlich schon eins, sehe ich gerade. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, dann habe ich. Da fehlt einer. Aber das war mir egal. Mir geht es nur um diese Halterung hier. Ja, um die Halterung, weil da kann man nämlich mal Ohrringe, die trocknen müssen, schön, ne? Hier hinten hinstellen, dranhängen, dann kann das trocknen, dann kann man weiterarbeiten. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ich kaufe auch jeden Mist, ne? Also diesen Ohrringhalter habe ich auch mitgenommen. Dann habe ich hier Perlen. Und zwar, wie viele Stück sind hier drin? Ach, 20 Gramm, ja. Die finde ich ganz cool, weil die so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber mich erinnern die so ein bisschen an Hochzeit. Wahrscheinlich, weil so cremefarben oder weiß. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Hochzeit. Ja. Die habe ich, glaube zweimal. Ich weiß es nicht genau. Einige Sachen habe ich ja mehrmals. So, dann habe ich hier dieses Armband. Das fand ich eigentlich ganz cool. Was ich daraus mache, weiß ich noch nicht. Tragen werde ich es wahrscheinlich nicht. Ich fand es irgendwie ganz cool. Ja, mal gucken. Vielleicht trage ich es ja doch und hängen wir hier noch irgendwie einen Charme oder irgendwas dran. So, dann habe ich hier so eine Kordel, so eine Schnur, die habe ich ja schon mal gekauft, auch in Blau. Ich finde die ganz, ganz toll. Gerade so für Geschenke einpacken finde ich diese. Ich weiß nicht, für was das wirklich. Für was ist das? Zum Nähen vielleicht? Ja, ich finde die cool. Deswegen durfte die auch mit. So, und dann habe ich ganz viele von diesen Haarspangen hier gekauft. Die werde ich abmachen. Diese Bommeln hier. Die kann man ja wunderbar mal an Pocketletter dranhängen. Ja, und die Haarspangen. Mal gucken. Ich habe jetzt aktuell, zeige ich euch mal kurz, Moment. Ich bin letzte Zeit beschäftigt mit meinem Art Journal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Kann auch sein, dass das wieder anders. Ne? Ihr wisst ja, ich und englische Aussprache, das lassen wir lieber. Also dieses kreative Buch hier. Und da habe ich jetzt, weil die Seiten sich immer so wellen, das nervt mich immer, habe ich die jetzt, ja, die Bommeln könnte man eigentlich abmachen, die stören ein bisschen, habe ich das, weil ich nichts anderes gerade griffbereit hatte, so festgemacht an der Seite. Ne? Also wenn ich die Bommeln abmache, kann ich das auch dafür benutzen. Ich habe auch irgendwo Klammern dafür, aber wo? Aber das ist die Seite, die ich gemacht habe. Genau. Also, oder man benutzt halt als Haarspangen. Davon habe ich ganz viele. Fragt mich nicht, wie viel. Drei, vier, also verschiedene Farben. Fünf. Ja, ich weiß es nicht. Bestimmt 7, 8 Stück sind das. Ich glaube, ich habe noch so ein paar pinke irgendwo. Ja, ich fand die, wie gesagt, super cool irgendwie durch diese Bommeln. Ne, hätte ich jetzt nur die Bommeln gekauft, so einzeln, ne, gibt es ja beim Teddy auch, hätte man schon wieder 1,50 € bezahlt für 3 Stück. Also von daher, ne, habe ich da zugeschlagen. Bastler können ja alles gebrauchen. So, dann habe ich hier nochmal ein Armband. Auch wieder wegen, ja, mit so Bommeln dran. Und ich fand es eigentlich ganz hübsch. So ein bisschen Lederoptik, so spitze. So, dann habe ich hier diese Schmuckblumen, diese Metallrosen in grün. Da sind auch 20 Stück drin. So, das hier war etwas teurer. Das hat nämlich 50 Cent gekostet. Fand ich aber richtig schön. Diese Kette hier. Werde ich wahrscheinlich auch wirklich als Kette tragen, obwohl mir die hier schon wieder zu dünn ist. Vielleicht mache ich eine andere dran. Fand das irgendwie
ganz hübsch hier mit diesem Steuerrad und diesem Baum hier oder Federn, was hier so dran ist. Ich glaube, ich habe die auch so ähnlich nochmal, aber die sieht anders aus, oder? Ja, die sieht wieder anders aus. Die hat hier so eine Blume dran. Kann man jetzt nicht so richtig sehen, so ein Charme, so eine Blume und eine Feder. Fand ich eigentlich, wie gesagt, so kaufe ich mir für 2 Euro nicht. Aber für 50 Cent habe ich mir gedacht, auch komm. So, dann habe ich diese Haargummis. Aber natürlich werde ich die nicht im Haar tragen, sondern damit kann man zum Beispiel wieder. Entweder schneide ich mir diese Blume hier ab, ne, Geschenk einpacken oder Pocket Letter, ne, oder generell basteln. Davon habe ich auch ein paar mehr. Einmal, zweimal die hier. Oh, ich dachte, da waren auch noch andere Farben. Also dreimal die hier mit dem Weiß, Rosa und Grau. Hier ist noch einmal so eine Klammer. Ich dachte eigentlich, es sind verschiedene Farben, aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Fand die ganz cool, kommen mit in meine Verpackungskiste. So, dann habe ich hier. Ja, ich habe eigentlich gedacht, das sind Strapse. So ein Strapsband oder so ein Kram. Mich interessiert nur diese Spitze hier. Weil erstens kann ich die auch ja, auseinanderschneiden und irgendwo mit rankleben. Ne? Zum Beispiel jetzt hier bei den Art Journal irgendwie mitverarbeiten. Oder. Ja, ich habe tatsächlich so eine ähnliche Haarbänder auch. Aber die sind ein bisschen schöner gearbeitet, finde ich. Also ein bisschen ja, mehr Spitze. Ja. Aber wie gesagt, der Preis, ne? Da denke ich mir auch, komm, nimm mit, vielleicht. Man kann ja alles gebrauchen. So, jetzt kommen hier noch so ein paar von den Bommeln. Wie gesagt, da habe ich ganz viele. Vielleicht sind es noch mehr. Ja, das meiste sind wirklich diese Bommeln. Da, ihr seht es. Sind bestimmt 10 oder. Was weiß ich, wie viel Stück. Dann nochmal hier so ein Armband. Dann hier solche wunderschönen Strasselemente oder Strasssteine als Schneeflocke. Die finde ich aber auch mal übelst cool. Ja, da gab es leider nur den einen Bogen hier, aber ist ja nicht schlimm. Besser als gar keiner. So, dann habe ich zweimal diese Karabiner mitgenommen, also diese Verschlusshaken. Die erinnern mich immer irgendwie an. Weiß ich nicht, an so einen Fischangel irgendwie so. Die sind ja so, ne? Die finde ich nämlich übelst cool. Übelst cool. Ja, nochmal Bommeln, ne? Ja, das war, glaube ich, ein Rest von irgendetwas. Gardinen, was weiß ich. Da fehlt bestimmt was. Aber ich dachte mir, ach komm, 10 Cent. Kannst du an einem Pocketletter hängen? Wo sonst dran, ne? Ihr wisst ja, ich mache alles Pocket Letter. So, dann dieses, weiß ich nicht, ob da was fehlt, das war auch schon auf hier. Das sind Anhänge irgendwie. Ja, was ich damit will, weiß ich noch nicht genau, aber wie gesagt, ich finde für alles Verwendung. So, dann habe ich dieses coole, also auch so Gardinendekoration, dieses coole Herz hier, fand ich sehr, sehr, sehr geil, dieses große, dicke Herz hier. Werde ich natürlich hier von der Kordel abfummeln, denke ich mal. Weil ich hänge mir das sowas nicht an die Gardine. Aber das Herz sieht schon richtig toll aus, finde ich. Genau. Und dann habe ich noch dieses Teil hier. Das sind so Schmetterlinge. So eine Girlande quasi. Auch kann man ja auch wieder auseinanderpflücken, ne? Kästchen mit verzieren. Oder. Ja. Sehr, sehr geil. Und zu guter Letzt diese Fellbürste. Aber ich brauche die eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil das ja so gummig ist. Ne? Ihr seht das ja. Ich packe das jetzt mal kurz aus. Das ist irgendwie so gummig. So. Jetzt bin ich auf diese blöde Idee gekommen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, das als Stempel zu benutzen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Muss ich ausprobieren. Ich habe jetzt kein Stempelkissen da, sonst würde ich das jetzt sofort machen. Ne, ich habe jetzt gerade keins hier rumliegen. Müsste er halt erstmal eins suchen. Ich weiß wieder nicht, wo ich es hingeschmissen habe. Eigentlich, ich hatte erst gestempelt. Also irgendwo muss es schon hier in der Nähe sein, aber wahrscheinlich sehe ich wieder einen Wald voll Bäumen nicht. Vielleicht probieren wir das mal aus. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber es könnte klappen. Ja. Ist ganz weich.
Ja, wenn nicht, dann habe ich es eben versucht. Ja, stellt euch das mal als Stempel vor und dann so in verschiedenen Farben ausgemalt. Doch, ich habe da schon. Oh, ich hoffe, das klappt. Ja, vielleicht mache ich das mal im nächsten Video. Da suche ich mal das Stempelkissen und da werde ich dann mal testen, ob das funktioniert. Ja, vielleicht hat es auch schon mal jemand probiert und die Idee ist jetzt gar nicht so neu. Ja, fand ich ja cool, diese Fellbürste. Also viel zu groß. Irgendwie ist das für Hund oder für Katze? Für einen Hund. Na gut, jemand, also ein Hund mit langem Fell mag das funktionieren. Aber für die Katze ist das total unhandlich und unpraktisch. Ja, aber wie gesagt, ist ja auch für einen Hund. Ich weiß nicht, ob die generell toll ist. Ich habe keinen Hund, von daher kann ich das nicht. Könnte man auch selber als Kamm nehmen. Nein, ich werde das als Stempel benutzen oder versuchen als Stempel zu benutzen, weil, oh, eine Katze. Setze ich mal gleich hier hin, damit ich das nicht wieder vergesse. So. Ich hoffe, der Schmuckhaul, sage ich jetzt einfach mal. Ach ja, schaut mal. Die habe ich doch doppelt. Ja, habe ich doch gewusst. Ich hoffe, dass der Schmuckberg, dieser Schmuckhaul, euch gefallen hat. Und ja, das nächste wird wahrscheinlich dann das Halloween. Also die Halloween-Sachen, die ich bekommen habe. Also man kann echt sagen, das ist schon krass. Also ich höre dann auch von allen Seiten, wenn ich es dann eingestellt habe, das Video, oder doch mal ein Bild poste bei Instagram oder ja, ich verstehe das gar nicht, warum unsere Teddy oder auch, na Kick nicht ganz so, aber Teddy, warum die so viel haben, ne? Also keine Angst, ich habe nicht alles leer gekauft. Die Kisten sind voll. Also nur ich kann ja nicht, klar, so eine Sachen hier, da hätte ich dann wahrscheinlich alle genommen, die ich gefunden hätte. Bin ich dann auch ehrlich? Nehme ich dann alles mit? Zum Leid der anderen Kunden, die hinter mir stehen und der Augen verleiern, weil es eine Stunde dauert, bis die Verkäuferin das abgerechnet hat. Da kann die Verkäuferin nichts dafür, das soll jetzt keiner, ne? Sondern die müssen ja alles einzeln nochmal eingeben. Das tut mir dann auch immer sehr leid. Beim ersten Mal habe ich gedacht, habe ich mich so geschämt, wo ich den ganzen Korb voll hatte und die Verkäuferin das alles eintippen, nochmal extra, was weiß ich. Und da habe ich dann gedacht, müssen die das jetzt alles extra eingeben? Oder, ja, die können das nicht einfach so drüber scannen. Nein, das muss nochmal geändert werden. Ja, aber mich hält das davon nicht ab, auch wenn ich denn da stehe und mich blamiere und rot werde. Bei solchen Sachen schlage ich zu. Das wird dann egal, was die anderen Leute da denken. Ja, aber ihr seht ja, ne, für den Berg hier, ich habe jetzt nicht mitgerechnet, wie viele Artikel waren das. Ah, das waren vielleicht 4 € oder 3 oder, ne, für 3 € so ein Berg von Kram, den man eben als Bastler sehr gut gebrauchen kann, ist doch, das ist doch super. Ja. Ich werde schon hier als Schnäppchenjäger beschimpft. Beschimpft, also, ne? Benannt, benannt. Nicht, beschimpft werde ich ja nicht. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüssli.